willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich Looks von Pinterest nachkreieren und dann auch noch das Bild nachkreieren. Also ich werde es so gut es geht versuchen. I'm gonna try my best. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. I hope you like it. Und ja, let's go. Let's create Pinterest outfits. Alright, wir starten mit dem allerersten Outfit, welches das hier ist. Love it, love the fit. Sie trägt einfach eine Jeans in einer hellen Waschung, die ich auch anhabe. Die hier ist jetzt von Zara. Dann eine karierte Bluse. Wear this one. Die ist second hand. Dann als Pullover ziehe ich diesen hier an. Den habe ich mal ganz alt, super oversized. Ich glaube, das ist Größe XL in einem H&M Sale gefunden. Dann als Schuhe tragen wir, ich ziehe sie so oft an, diese Boots hier von Zara. Das sind die mit dem Reißverschluss vorne. That is it. Tasche hat sie eine relativ große schwarze. Favorite. Die ist von ASOS. Und dazu trägt sie dann noch eine weiße Brille. I don't have this one, but... Und jetzt kreieren wir das Outfit nach. Life is amazing, but something is missing. And don't call me crazy, but I feel like living way up in the stars. If I believe hard, I can make it. I'm trying to take a spaceship. There's delay, it's fucking raining. I'm wandering alone to places that I've never been. I'm putting my mind in the sky, letting the whole world in. Next fit, we have this fit. Ich habe so eine schwarze, ja nicht Leggings, die ist von Naked. Dann ein Long Sleeve, der hier ist von Revolve. Darüber trägt sie einen grauen, ja, Sweater. Sie hat jetzt so einen Zip-Up an. Ich ziehe aber einen Sweater an, der auch so grau-gräulich ist. Schuhe sieht man jetzt nicht so bei ihr. Ich ziehe einfach meine weißen Plateau Converse an. Ich liebe, liebe, liebe ihre Bomberjacke. Leider habe ich nicht ihre Farbe. Ich habe aber auch eine Bomberjacke, die, zwar ist es diese hier, die ist jetzt schwarz, I'm sorry. Aber ich finde das ungefähr der gleiche Fit. Und sie trägt wieder eine schwarze, große Tasche. Und wieder die hier von ASOS. Und I think that's it. That's the fit. The next outfit is this one. Schwarze Hose, schwarzes Top, dazu schwarze Boots. I'm gonna put on these ones. Das sind Doc Martens. Die Hose hier ist von Weekday, das Top ist von H&M. Und die Bluse ist wieder second hand. Und Tasche, as always, die von ASOS. Because it's the one. That is it. Und yes. Next fit, this one. Hose ist die von Weekday. Bluse einfach von Zara, eine ganz basic weiße, die so ein bisschen reingesteckt ist. Weiße Schuhe, da ziehe ich die hier an, von Converse, Plateau. Dann hat sie einen Blazer an. Das Ding ist, ich habe nicht diese Farbe, dieses Grau. Der Blazer ist oversized, deswegen habe ich einfach einen schwarzen oversized genommen. Der ist von meinem Dad. Und dann wieder eine schwarze Tasche. Which one? This one, of course. Sieht so ein bisschen businesswoman aus, aber I am a businesswoman. No, I cannot make that business meeting. I've got a different business meeting at 3 and we'll be doing business there. No, I can't. I've got a lunch meeting and then a meeting after lunch. That is the next outfit.
have the next fit. Ich habe leider nicht so ein blaues Shirt, was ein bisschen Tie-Dye-mäßig ist, aber ich habe eins in grün. Meins ist auch ein bisschen lockerer als ihrs, so I'm sorry about that. Aber ich dachte mir, es ist ähnlich, deswegen that's okay. Schuhe trage ich darunter wieder die hier von Zara. Und als Tasche, I'm sorry, aber ich zeige euch jetzt immer die gleiche Tasche. Es wird es sein. But I think we're fine. I tried my best. Shirt ist Urban Outfitters. And that is the fit. Nächstes Outfit ist das hier, all green. Ich habe eigentlich schon alles an. Beides ist von Zara. Einmal diese Strickjacke einmal und dann auch diese grau-grüne, beige farbene Hose. Und Schuhe. She's not wearing any shoes. Ich ziehe einfach weiße Schuhe dazu an. Auf dem Foto sieht man die Schuhe ja eh nicht. Deswegen die Haare auch einfach hochstecken mit einer Klammer. Und das ist das nächste Outfit. I love it. We have the last fit, aka the comfiest fit. Leute, sie trägt eine Jogginghose, einen grauen Pullover, Jogginghose, grauen Pullover. Darüber oversized black blazer, wieder der hier von meinem Dad. Der Pullover ist von Champion, Jogginghose ist Brandy und dazu weiße Schuhe. Es ist so gemütlich. Ja, that's the last fit. I don't get it, I don't get it. Green smoke in the air. I don't get it.